Shalom aus Jerusalem, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir begrüßen Sie zu unserem kurzen Nachrichtenüberblick für diese Woche. In der vergangenen Woche haben eine Reihe von zum Teil verheerenden Waldbränden in Israel erhebliche Schäden angerichtet. Nachdem in der Nähe von Latrun ein Feuer ausgebrochen war, brachen in vielen weiteren Teilen des Landes Feuer aus. Nach Bränden in den Jerusalemer Bergen und in Sichron Jakov, bei denen mehrere Häuser ausgebrannt waren, brachen in der nördlichen Stadt Haifa gleich 5 Brände auf einmal aus. Es brannte in 12 Stadtteilen. 60.000 Menschen mussten evakuiert werden. Später stellte sich heraus, dass es sich bei den Feuern um Brandstiftungen gehandelt hatte. Erst nach einigen Tagen gelang es der Feuerwehr, die Feuer in Haifa unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig brachen im ganzen Land mehrere hundert Brände aus. 21 Löschflugzeuge und über 300 Feuerwehrmänner aus dem Ausland, einschließlich Kroatien, Zypern, Italien, Griechenland, Russland und der Türkei, unterstützten Israel im Kampf gegen die Flammen. Auch die palästinensische Autonomiebehörde schickte 40 Feuerwehrleute und 8 Löschfahrzeuge zur Hilfe. Nach 5 Tagen konnten alle Brände unter Kontrolle gebracht werden. Über 600 Gebäude, davon 520 Wohnungen und Häuser in der Stadt Haifa, sind vom Feuer zerstört worden. 28 Quadratkilometer von Wäldern sind abgebrannt. Nach wochenlanger Ruhe ist es am vergangenen Sonntag wieder zu einem Zwischenfall an der Grenze zu Syrien in Golan gekommen. Eine Einheit der israelischen Armee, die längs des Grenzzaunes stationiert war, erkannte auf der syrischen Seite der Grenze eine Truppe Terroristen des Islamischen Staates, die aus einem Auto heraus in Richtung der Soldaten schoss. Die Soldaten schossen zurück. Danach wurden einige Mörsergranaten von syrischer Seite der Grenze abgeschossen. Flugzeuge der Luftwaffe erwiderten das Feuer, wobei die 4 Terroristen ums Leben kamen. Auf israelischer Seite ist niemand zu Schaden gekommen. In der Nacht zum Montag hat die Luftwaffe eine Stellung der Terrororganisation angegriffen. Diese war vor 2 Jahren von UNO-Soldaten verlassen und von den Terroristen zu Übungszwecken übernommen worden. Im Besucherzentrum von Masada ist am vergangenen Dienstag das Tote Meer Forschungsinstitut eingeweiht worden. Dort werden Wissenschaftler aus Israel, Jordanien und der palästinensischen Autonomiebehörde gemeinsam tätig sein, um das Tote Meer zu erforschen und Wege zu finden, das Meer und seine Umgebung auf beiden Seiten wieder zu regenerieren. Mit ihren Forschungsarbeiten und neuen Entwicklungen werde das Institut der örtlichen Bevölkerung und den Bürgern der Nachbarländer dienen. Es sei ein Symbol des guten Willens des israelischen Volkes für Zusammenarbeit mit den Nachbarn, für gemeinsame Forschung, Fortschritt und Entwicklung, der Verbesserung der Lebensqualität und des Zusammenlebens. Miriam Eshkol, die Ehefrau des ehemaligen dritten Ministerpräsidenten Israels, Levi Eshkol, verstarb am Samstag in einem Jerusalemer Krankenhaus im Alter von 87 Jahren. Sie diente im Palmach in Konvois, die zum belagerten Jerusalem fuhren, und während des Unabhängigkeitskrieges in der Artillerie. Sie war in Rumänien geboren und 1930 nach Israel eingewandert. Sie war Bibliothekarin in der Knesset und half ihrem Mann, seine Tagebücher und Schriften zu archivieren. Auch hatte sie viel mit dem Dienst an der Öffentlichkeit gewidmet. Von der Familie des ehemaligen US-Präsidenten Lyndon Johnson wurde ein Kondolenztelegramm an die Familie geschickt. Miriam wurde neben ihrem Mann auf dem Herzlberg beigesetzt. Beamten der palästinensischen Autonomiebehörde veröffentlichten nach Bekanntwerden des Todes des kubanischen Diktators Fidel Castro einige Trauermitteilungen. Castro hatte die diplomatischen Beziehungen zu Israel im Jahr 1973 zugunsten der PLO abgebrochen. Er sah PLO-Chef Yasser Arafat als einen Revolutionskollegen und die beiden pflegten eine langjährige Freundschaft. Die meisten israelischen Regierungsmitglieder gaben keinen Kommentar zum Tod Castros ab. In seinen späteren Jahren erkannte er Israel öffentlich an und lobte indirekt die Hartnäckigkeit der jüdischen Nation. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war unser kurzer Nachrichtenüberblick für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.